Hereinspaziert auf einen Drink in Moos Taverne und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, ich hoffe mal Let's Play, mal gucken, wie es bei euch ankommt und Anklang findet. Ich habe, wie der eine oder andere es vielleicht schon mitbekommen hat, zurzeit nicht so die Böcke auf FIFA, kann mich nur sehr, sehr schwer motivieren, das Spiel nochmal anzupacken. Es gibt einfach keine Sachen mehr, die man dort noch gemacht haben müsste, keine neuen Turniere mehr, Liga interessiert mich schon seit Ewigkeiten nicht mehr, die Spielerkarten fluten auch den Markt, die ganzen I-Man of the Match-Karten, irgendwie ist jeder Spieler mittlerweile biestig und irgendwie im Spiel spielen sie sich dann doch wieder anders, beziehungsweise ich kann es mir nicht zunutze machen, da ich einfach zu schlecht bin. Lirum Larum, ich habe auf jeden Fall vermutlich bis FIFA 15 einfach nicht mehr so viel Böcke auf das Spiel gehabt, hab's. Die PlayStation 4, auf der ich ja nur FIFA 14 und Trials überhaupt habe, liegt jetzt schon seit geraumer Zeit im Schrank und auch die PlayStation 3 habe ich lange nicht mehr angefasst, bis ich dann beim Stöbern auf dieses Spiel hier aus aufmerksam wurde. Top Spin 4 von 2K Sports, schon ein etwas älterer Jahrgang. Ich glaube, das Spiel ist schon ein, zwei Jährchen alt, hat schon ein bisschen was auf dem Buckel. Nichtsdestotrotz habe ich es noch nicht gespielt. Ich hatte mal Top Spin 3 für die Wii noch auf Nintendo und das hat mir eigentlich relativ viel Spaß gemacht und auch Topspin 4 habe ich dann so rumgelesen, hat relativ gute Kritiken bekommen und ich starte jetzt einfach meine Karriere und vor allen Dingen ganz gute Kritiken einfach, weil es nicht so Arcade-lastig ist oder Arcade-lastig wie Virtual Tennis 4, sondern dann, wenn es nicht Arcade-lastig ist, stattdessen sehr realitätsnah und detailgetreu sein soll, was das Tennis-Spielerverhalten und auch das Karriereverhalten angeht. Und das hatte ich auch damals schon, selbst auf der Wii hatte ich da schon das Gefühl, dass es eigentlich sehr viel Spaß macht, habe da auch damals eine Karriere durchgesuchtet. Und das wollte ich jetzt hier einfach wieder mal anfangen. Ich werde es so oder so machen. Die Frage ist halt, habt ihr Bock drauf, dabei zu sein? Soll ich die ganzen Sachen hier hochladen? Oder sagt ihr, nee, komm, lass das mal von deinem Kanal weg. Wir wollen FIFA sehen. Wobei ich euch da keinen, oder wobei ich da keinen Hehl draus machen will. Bis FIFA 15 wird da nicht viel kommen. Einfach, weil mir A, Zeit und vor allen Dingen B, die Lust fehlen. Und ja, Geburtstag ist dann schon 83 und da sind wir jetzt mal geboren am 5.7. Nee, 13.7. komm, WM-Titel, 13.7. Das ist doch ein gutes Geburtsdatum. Und Land ist natürlich, wie könnte es anders sein? Also, da müssen wir erstmal hier den Kontinent wählen. Ist natürlich Westeuropa und dann Deutschland. Wohnort. Wo kommt der gute Herr? Natürlich, Boris Becker wohnt hier ums Eck. Leimen ist nicht weit entfernt. Wer sich noch an den glorreichen Boris erinnern kann, ist ja unlängst mit Novak Djokovic zusammen wieder Wimbledon-Sieger geworden, allerdings als Trainer. Und der gute kommt aus Leimen, das ist um die Ecke von Mannheim. Und am Gesicht, ja, mein Gott, da will ich jetzt gar nicht so viel dran arbeiten. Wobei, die sind natürlich schon alle läppisch aus, nehmen wir den hier, komm, das sieht knorke aus, Körperbau, athletisch, muskulös, ja komm, machen wir ihn muskulös, eher so, das ist ein Tier, aber eher der kleinere Spieler, Halslinge auch eher gesetzter, 1,72 groß, 68 cm, ja, das ist aber zu wenig, ein bisschen größer muss er schon sein hier, der Kollege, 1,86, das hört sich nach einem Gardemaß für einen Tennisspieler an, jetzt habe ich natürlich hier nicht X gedrückt, jetzt ist er halt nur 1,83 und dann gucken wir mal, oh mein Gott, da kann, das ist ja hier eine Artenvielfalt, ich würde sagen, hier ein blaues Shirt, das steht ihm gut zu Gesicht, möchtest du dieses Objekt behalten? Ja, das ist natürlich jetzt ein großer Aufwand hier, aber er will ja auch gut gekleidet sein, der gute Herr hier, und dann nehmen wir hier mal so Karo Shorts, oh ja, der sieht aus wie so ein Freizeitspieler, das gefällt mir, mehr bin ich nämlich auch nicht, Freizeit und Konsolen General hier. Nicht Tulpengeneral, Konsolengeneral. Und die Mucke, boah, die muss ich sagen, die ist gewöhnungsbedürftig. Die ist jetzt nicht so trendy. Und dann nehmen wir irgendwelche K-Swiss-Treter hier, finde ich. Die sehen noch ganz gut aus. Ja, die will ich behalten. Ganz in weiß, der weiße Sport. Allerdings hier, ah komm, vielleicht finden wir noch ein schickeres Shirt. Ganz klasse finde ich das dann doch nicht. Vieler Shirts haben wir hier. Ja, schon mal ein bisschen durchgucken, also sponsored by Fila, hier die ersten Shirts, die sind mir ein bisschen zu ausgefallen.
Hellblau, das geht natürlich auch. Ne, da fand ich die auf der zweiten Seite fast am besten. Oder hier so eins. Das sieht gut aus, das gefällt mir. Ja, das nehmen wir mit auf die Reise. Schwarz-Rot-Gold wäre natürlich am besten gewesen. Socken. Nehmen wir dann auch K-Swiss. Wenn wir schon K-Swiss Schuhe haben, dann nehmen wir auch K-Swiss Sockenschläger. Das ist natürlich immer wichtig. Ich will am liebsten ein Wilson Racket. Prince haben wir hier. Yonex. Ne, dann nehme ich Prince. Und zwar das Gerät hier, den EXO 3 Rebel 95. Achso, da gibt es noch mehr, ne? Da kann man auch noch alle Marken, 1 von 6. Ne, haben wir alles durchgeguckt. Armbänder, brauchen wir Armbändchen. Ja, so ein Schweißband ist eigentlich immer ganz gut. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Ja, hat dann wieder gut geklappt, aber ein kurzes. So, und dann nehmen wir natürlich. Boah, da gibt es ja alles. Ne, hier nehmen wir das viel. Ich will jetzt auch nicht zu viel rumwurschteln hier mit so einem Kram. Nehmen wir das Fila-Armband. Frisur vielleicht noch. Spezialaccessoires. Da kann man natürlich hier immer einiges mit machen, mit diesen ganzen. Spezialaccessoires und was es da nicht alles gibt. Also hier so ein Cappy finde ich irgendwie albern. Ne, komm, lassen wir. Wir machen hier uns hier nur eine schicke Frise. Da will ich aber schon eine lange. Ich will lange Haare. Oder ein Stirnband? Ne, sieht auch kacke aus. Spezialfrisur und da werden wir doch wohl fündig werden. So. Also dann zeigt mal, was ihr hier für Spezialfrisuren habt. Wer mir jetzt kommt mit Mo, du müsstest eigentlich eine Glatze nehmen, der kriegt instant eine Schelle. So. Oh Gott, ja, das schaut natürlich alles nach nix aus. Der mir die Haare. Oh wei, nee, also die Spezialfrisuren sind auch nix. Dann nehmen wir Langhaarfrisur. Da muss doch jetzt was dabei sein. Das sieht doch schon legendär aus hier. Ein richtiger Penner muss das werden. Jawoll! Und die Haarfarbe. Natürlich. Ja. Natürlich. Was ist da noch? Natürlich. Grau hätte ich gern. Grün ist natürlich auch schick, aber nicht ganz so. Ja. Naturell Farbe, sag ich mal. Das jetzt, sieht man jetzt nicht so oft, dass Leuten grüne Haare wachsen. Weiß. Das ist doch schon eher mein Ding hier. Ja. Weiß. Ich bin halt schon ein etwas ergrauter Spieler, ist doch klar mit meinen 30 hier. Bärtchen, Hammer, Stoppeln. Oh nee, komm, das ist mir jetzt alles zu blöd hier mit dem Bart. Das lassen wir weg, bis man da was rausgeguckt hat. Und Tattoo haben wir sowieso keins. Spielstil, da müssen wir natürlich gucken. Rechtshänder klingt gut. Art der Rückhand würde ich gern einhändig spielen. Aufschlag-Animation ist mir völlig egal. Wie der jetzt seine Schläge da macht. Und Verhalten. Im Normal würde ich sagen behindert. Das würde passen. Konzentriert. Expressiv. Ja, auf jeden Fall. Expressiv. Stöhntyp. Ja, das hört sich doch gut an. Stöhnhäufigkeit. Immer Anstrengungen und Aufschlag. Ne, machen wir nur beim Aufschlag, sonst nervt das. Ja, Aufschlag. Der strengt sich nur beim Aufschlag an, hier der Kollege. Und dann können wir speichern und beenden. So, dann haben wir endlich unseren Spieler hier fertiggestellt. Und wählen dann diesen wunderschönen Slot. Warum das jetzt unbedingt Slot heißen muss, weiß auch kein Mensch. Aber es ist ein Slot und den wählen wir natürlich, um unseren Spieler hier zu speichern. Sagt man das so? Wahrscheinlich sagt man das so. Wahrscheinlich ein Slot. Es wäre auch vielleicht einfach nur irgendeine Datenbank gewesen oder irgendwas Deutsches, aber nein. Und da sehen wir schon, Boris Becker soll das hier, glaube ich, sein. Das sieht natürlich auf der PS3 mit der Animation so lala aus, aber das muss natürlich unser Ziel sein, eines Tages uns mit den Größten der Welt zu messen. Ich nehme aber mal stark an, dass wir irgendwo im Nirgendwo anfangen werden. Sprich, irgendwo auf der Amateurtour
5000. In Hintertutzing spielen wir da unser erstes Challenger-Turnier, um dann überhaupt mal in die Weltrangliste zu kommen. Ist ja so, beim Tennis gibt es ja die Weltranglistenturniere, sag ich mal, die ATP-Turniere. Und dann gibt es diese Challenger-Turniere, die dann von etwas kleinerem Rahmen sind, die aber auch Weltranglistenpunkte geben, die dann häufig die Spieler spielen, die in die normalen Turniere nicht reinkommen. Auch dort muss man ja, wenn dem normal, denke ich mal, ein reales Tennis, das werden dann zu lange Spiele. Und diese Challenger-Turniere sind dann häufig für die Spieler, die es dann nicht in die ATP-Weltcup-Turniere geschafft haben, um es mal so auszudrücken. So, du stehst am Beginn deiner Karriere. Hier geht es primär darum, deinen Status zu verbessern. Er spiegelt deine aktuellen Fortschritte im Karrieremodus wider. Meistere einige Ziele, um deinen Status zu verbessern. Steige Stufe um Stufe auf, bis du den Status Legende erreicht hast. Ja, den wollen wir natürlich erreichen. Mein aktueller Status, stand da gerade noch, ist Newcomer. Und auch in der Bedienung des Spiels bin ich noch nicht viel weiter. Ich habe vorhin ein bisschen die Akademie gepaukt, aber hatte dann irgendwann keine Lust mehr. Und dementsprechend habe ich noch nicht viel Erfahrung in dem Spiel, außer meine glorreiche Wii-Zeit, wo ich das Ding noch mit einem Remote Control gespielt habe. Jetzt habe ich ganz normal den Controller in der Hand, der seit Stunden blinkt. Also ich nehme wirklich an, das ist ein Anzeigefehler. Allerdings kann ich ihn nicht mehr an den PC anschließen. Falls jemand von euch Abhilfe weiß, kann er mir gerne in die Kommentare schreiben. So, das hier ist das Karrierehauptmenü. Hier kannst du deine Karriere verwalten, den nächsten Event starten, deinen Spieler bearbeiten, deine Mails lesen. Einfach alles. Der Karrieremodus besteht aus 12-monatigen Saisons. Jeden Monat kannst du eine Vorbereitungsveranstaltung und ein Turnier spielen. Der aktuelle Monat wird in der rechten Ecke oben am Bildschirm angezeigt. Also Januar 2011 haben wir deine Saisonpunkte 0, Rangliste keine Angabe, Topspin-Punkte 0, Topspin-Rang 80, Stufe 0. Also wir sind wirklich auf dem, also wenn man sagen würde, wir sind auf dem Boden, dann sind wir eigentlich noch ein bisschen weiter unten angesiedelt. Wir sind wirklich am Kaffeesatz der Tenniswelt, starten wir jetzt hier. Das ist deine Spielerakte mit den wichtigsten Informationen über deine Karriere. Sie zeigt deine Platzierung und so weiter. Die Saisonrangliste basiert auf deinen Punkten seit dem 1. Januar. Dieser Wert dient der Bestimmung des besten Spielers der Saison. Die wichtigste Rangliste ist allerdings die Topspin-Rangliste. Diese basiert auf den Punkten der letzten 12 Monate und dient der Ermittlung der weltweiten Nummer 1. So ein bisschen was wie das Weltcup-Ranking oder dieses Road to WM, was es ja mittlerweile gibt. Die wichtigsten Infos in deiner Spielerakte sind deine Stufe und dein Status. Deine Stufe zeigt deine Spielerentwicklung. Hast du Stufe 20 erreicht? Ist dein Spieler perfekt trainiert? Dein Status entspricht deinem Fortschritt im Karrieremodus. Meistere Ziele, um deinen Spieler zu verbessern und den ultimativen Status zu erreichen. Legende! Das hier ist deine Zieleliste. Hier siehst du, welche Ziele du meistern musst, um den nächsten Status zu erreichen. Außerdem wird dir mit dem Erreichen des nächsten Status verbundene Belohnung angezeigt. Also, jetzt haben wir hier die nächsten Ziele. Nimm an 2 Minor-Turnieren teil, gewinne ein Minor-Turnier und habe über 5000 Fans. Das sollte doch zu schaffen sein. Wähle die Option spielen, um den nächsten Event zu starten. Gut, das ist logisch. Du kannst jeden Monat eine Vorbereitung und so weiter. Das ist jetzt alles nicht so wichtig. Jetzt wird hier alles erklärt. Die ist die Mail-Option. Lies deine Mails regelmäßig, um keine Informationen über deine Karriere zu verpassen. Das blinkende Symbol zeigt an, dass du neue Nachrichten hast und so weiter. Hier können wir uns die Rangliste angucken. Optionen gibt es natürlich auch. Und das Spiel können wir natürlich auch speichern und beenden, was an dieser Stelle dann jetzt das erste Mal gemacht wird. Dafür haben wir ja vorhin diesen wunderschönen Slot ausgewählt. Da sehen wir schon rechts oben die Weltrangliste. Rafael Nadal, glaube ich, war da vor Novak Djokovic und Roger Federer. Und dann gehen wir mal direkt in den Mail-Bereich. Isaiah Irving oder Isaiah Irving, der Präsident der Topspin-Liga, schreibt mir natürlich direkt: Hallo Mo Taverne, als Präsident der Topspin-Liga ist es mir eine Freude, Sie bei uns willkommen zu heißen. Sie werden gegen die besten Spieler der Welt antreten und sicher jedes Mal ihr Bestes geben, wenn sie den Platz betreten. Genau das erwarten. Und wie kann ich das jetzt weiterlesen? Weiß keiner. Also ich kann hier wieder hoch noch. Ah, mit dem linken Analogstick. Genau das erwarten wir auch von Ihnen. Ich wünsche Ihnen eine lange und erfolgreiche Karriere und sollten Sie irgendwelche Fragen haben, scheuen Sie bitte nicht, diese während der Geschäftszeiten an meine Sekretäre zu richten. Ah, der feine Herr hat natürlich eine Sekretärin. Rate mal, wer hier ist. Nate Smith. Erinnerst du mich noch an dich, Mo? Erinnerst du dich noch an mich, Mo? Mein Gott.
Kauf dich eine Tüte Lesen, Mo. Nach deinem Aufstieg bist du ja vielleicht eine zu große Nummer, um dich an deinen Jugendtrainer zu erinnern. Ich möchte dir einen guten Rat geben. Du spielst nicht mehr bei den Junioren, sondern gegen Erwachsene. Jeden Monat kannst du an einem Vorbereitungsevent und einem Turnier teilnehmen. Bei ersterem kann es sich um ein Sparringspartner-Training oder ein Spezialevent handeln. Anschließend kannst du an einem Turnier teilnehmen, bei dem eine Leistung für deinen Weltranglistenplatz zählt. Denke daran, dass du nur eine Vorbereitung und ein Turnier pro Monat absolvieren kannst. Bleib konzentriert und gib alles. Und zeige deinen Trainern gegenüber den Respekt, den sie verdienen. Okay? Hol sie dir, Nate! Okay, also Nate hat auch nochmal seine warnenden Worte an mich gerichtet. Und jetzt auch noch der Hexer da, der Nationaltrainer. Warum der jetzt mit mir in Kontakt tritt, ist natürlich schon eine Frage. Grüße Mo, Sie können mich der Hexer nennen. So nennt mich jeder. Eigentlich eine Frage, warum nicht irgendwie so The Magician, irgendwie auch noch so ein englischer Titel. Nein, der Hexer. Warum? Weil ich wahren Spielzauber entfesseln kann. Haben Sie damit ein Problem? Schade. Ich bin der Nationaltrainer und habe Ihre Laufbahn genau verfolgt. Meine Laufbahn gibt's doch noch gar nicht. Sie verfügen über großes Potenzial. Nein. Wenn Sie sich weiterhin verbessern, nehme ich vielleicht später noch einmal Kontakt zu Ihnen auf. Ja, da kannst du lange warten. Mit ein wenig Hilfe aus meinem speziellen Zauberbuch steht es außer Frage, dass sie unser Land bei den internationalen Wettbewerben vertreten können. Dein Zauberbuch, Alter, hast du zu viel Harry Potter gelesen oder was? Viel Glück bei ihren ersten Profiturnieren. Ich werde ein Auge auf sie haben. Ja, weiß ich nicht, ob ich das gutheißen soll. Mit freundlichen Grüßen, der Hexer. So, dann fangen wir mal an hier. Spielen, darum soll es doch gehen hier. Hier bestimmst du deinen nächsten Event. Jeden Monat kannst du. Ja, das haben wir doch jetzt verstanden, dass wir nur einmal trainieren können. Mein Gott, das ist aber wirklich für Doofe hier. So, und hier sind die Vorbereitungsevents. Du kannst sie vor dem monatlichen Turnier absolvieren. Entweder Sparringspartner, Trainings- oder Spezialevents. Bei den Trainings handelt es sich um kurze Trainingsmatches. Erreichst du bestimmte Ziele, bekommst du zusätzliche EP. Spezialevents werden unabhängig von den offiziellen Wettkämpfen angesetzt. Ob Schaukämpfe oder Partys. Spezialevents sind eine einfache Möglichkeit, EP zu sammeln und neue Fans zu gewinnen. Ah, der ganze Krempel dann natürlich auch nochmal mit den Turnieren, das lese ich jetzt. Nee, nochmal alles vor. Das ist doch logisch. Und hier kriegen wir noch weitere Infos. Also es ist ganz schön, dass es natürlich alles aufbereitet ist, aber da bin ich dann zu. Oh ja, Australian Open. Ich schätze, das werden wir noch nicht spielen können. Das seht ihr hier. Das Turnier wird freigeschaltet, wenn du den Status Star erreicht hast. Ihr wisst das, die Australian Open ist eines der vier Grand Slam-Turniere, also eins der vier größten Turniere der Welt. Dass wir da noch nicht teilnehmen können, ist ja wohl logisch. Wir können aber hier an den Houston Open teilnehmen. Da sind die Regeln ein super Tiebreak oder in den Hongkong Open. Das werden wir aber erst machen, nachdem wir unser Trainingsspielchen gemacht haben gegen den Sparring-Partner. Und das werden wir jetzt machen. Spiele eine Trainingssession gegen einen gezielt ausgewählten Gegner und sammle EP. Ich denke mal, wir machen hier mal ein Allrounder-Training. Da müssen wir alles Mögliche wahrscheinlich machen. Info über den nächsten Gegner ansehen. Also hier, wir spielen gegen den Südafrikaner Joseph Ngobeni oder Ngobeni. Regeln: Ein Satz, drei Spiele pro Satz. Am Anfang eines Spiels können Spezialziele erscheinen. Meistere sie, um EP-Bonus zu sammeln. Und das werden wir jetzt machen, denn wir wollen das Let's Play hier im ersten Part natürlich nicht komplett ohne Spiel lassen. Sind ja jetzt immerhin schon locker bei 20 Minuten. Mit dem linken Analogstick bewegen wir also den Spieler. Dann gibt es hier die Schläge, die einzelnen Tasten für verschiedene Schläge. Verbesserter Aufschlag. Weiß ich noch gar nicht, wie der geht. Und Serve and Volley-Modifikator habe ich mich auch noch nicht drum gekümmert, um ehrlich zu sein. Ich denke mal, das kommt dann alles mit der Zeit. Einen Stopp können wir mit R2 und Viereck spielen. Einen Volley-Stop spielen wir auch mit R2 und Viereck. Für mich geht es jetzt erstmal darum, die Grundschläge einigermaßen hinzukriegen. Und dann können wir mit den Zaubereien hier anfangen. Da werde ich mich dann immer so abseits im Training dann durcharbeiten. Das ist, denke ich, einfach unnötig, das hier in so ein Let's Play zu packen. Und er sieht natürlich echt geil aus mit seinen weißen Haaren hier. Und der war zu früh geschlagen. Der kommt in die Mitte. Das war ein guter Schlag. Also da muss man sich auch nochmal erstmal dran gewöhnen. Hier, jetzt spielen wir mal einen Topspin auf die rechte Seite. Bisschen früh, aber unser Kollege Ngobeni macht sich nicht mehr die Mühe, den zu erlaufen. Jetzt werde ich mal direkt mit einem Stoppball hier die Kiste angehen. So, dann holen wir ihn mal ein bisschen ans Netz, holen ihn dann raus, können nach links spielen. Geht da aber hin und da bin ich natürlich viel zu weit ins Feld reingerückt. Also da fehlt mir noch total das Timing und die Übersicht hier. Lass mich da passieren. Ich dachte eigentlich, ich hätte das gut gemacht. Und jetzt wollte ich den Ball mal ein bisschen härter schlagen. Ihr seht das.
Der Kreis baut sich immer auf. Je länger ich die Taste gedrückt halte unten, leuchtet dieser Kreis auf. Also hier jetzt ein fast harter Schlag, aber zu früh losgelassen. Das ist echt schwierig, da das richtige Timing zu bekommen. Jetzt sollte ich wieder nach hinten gehen, sonst passiert mir das gleiche wie eben. So, der war jetzt perfekt. Und jetzt will ich ihn mal rechts rausspielen. Longline. Okay. Also da hatte ich den linken Analogstick nach rechts gedrückt. Er hat den Ball aber trotzdem nach links geschlagen. War vermutlich mein Unvermögen. Ist gar nicht so leicht hier, die ganze Angelegenheit. Ich dachte eben, ja, das geht gut an hier mit 15-0 aus meiner Sicht, aber wahrscheinlich muss man die Schläge einfach auch mehr variieren. Hier so Topspin, der kommt dann schon besser. Jetzt nochmal Cross rüber. Und den hat er dann ins Ausgesetzt. Also da fehlen mir natürlich jetzt noch die großen Emotionen hier, wenn ihr hier in so einer Steinhütte da spielt vor, ja, dass so viele Leute überhaupt zum Training kommen, ist verwunderlich bei dem Grottenspiel hier, was ich hier abliefer. Ich denke mal, das wird dann alles noch spannender, wobei das Spiel an sich jetzt schon, also ich bin jetzt schon gewillt, das zu gewinnen hier, aber der Kollege holt sich die Bälle jetzt definitiv besser und dann haue ich ihn wieder ins Aus. Also da fehlt noch absolut das Timing. 1-0 für den Südafrikaner. Und ihr wisst, der Satz geht nur bis 3. Und wir haben ein neues Ziel. Schlage den Ball vor dem Ende des Spiels 6-mal dicht an die Linie. Das werde ich natürlich probieren. Immer wieder zu früh, aber den Punkt holen wir uns. Da hat er keine Lust gehabt, rüber zu laufen. Es ist natürlich immer wichtig, hier an diese T-Linie eigentlich zurückzulaufen. Das vergesse ich natürlich gerade anfangs noch sehr oft. Habe lange kein Tennis mehr gespielt. Und das ist wirklich, also ab und an Virtual Tennis 3 habe ich halt öfter an der Konsole gespielt. Und das ist wirklich einfacher in der Bedienung. Da springen die Spieler bei jedem zweiten Schlag zu einem Bäckerhecht los. Und hier ist es halt wirklich so, dass die sich weniger bewegen. Aber der Typ hier, der. Oh, jetzt habe ich den Aufschlag sehr früh losgelassen. Der war natürlich dadurch sehr schwach. Der Typ bewegt sich dann einfach nicht zu den Bällen. Das ist natürlich gut für mich, aber spiegelt meiner Meinung nach noch nicht so ganz die Realität der Gegner wider, die uns vielleicht mal erwarten. So, den habe ich jetzt zu spät getroffen und dann passiert genau das. Dann geht der Ball ins Seiten aus. Soll natürlich nach Möglichkeit nicht passieren. Und ich vergesse immer den Knopf gedrückt zu halten. Kommen dann relativ langsame Aufschläge bei rum. Ah, wieder zu spät. Also da, wenn man ihn zu spät trifft und dann probiert in die Ecken zu drücken, dann geht er doch sehr, sehr häufig ins Aus. Das ist echt nicht einfach. Und wieder ins Aus. Also da bin ich noch zu ungestüm. Das ist eigentlich einfacher gegen den hier, die Grundlinien-Duelle zu gewinnen. Da tue ich mich noch sehr schwer mit. Der war jetzt gut immerhin der Schlag und dann erwischt er mich tatsächlich auf dem falschen Fuß und nach 40-0 hat er Breakball. Das ist natürlich echt eine Tragödie fast. Aber hier dann ausgekontert mit dem. Ja, der Winner war im Prinzip der Aufschlag nach außen. Und dann muss er das Feld aufmachen. Dann spiele ich ihn rüber. Und wieder kriegt er mich hier mit dem Ball auf die linke Seite. Da reagiere ich einfach zu spät. Dann probieren wir es jetzt wieder den Ball. Gut, der war jetzt zu weit rechts raus. Ich würde es gerne nochmal so machen wie eben. Und stattdessen mache ich den Doppelfehler. Das ist natürlich echt erbärmlich hier im ersten Spiel. Also wesentlich schwieriger als Virtual Tennis. Das kann ich auf jeden Fall schon mal festhalten. Und ich variiere natürlich die Schläge auch noch überhaupt nicht. Und so ein Stoppball wie hier oder so, überhaupt noch nicht gespielt. Oder mal ein Slice. Keine Chance. Ans Netz traue ich mich erst gar nicht. Boah, der war natürlich stark von ihm. Da wird es jetzt gefährlich. Der Spieler ist natürlich auch ultimativ langsam, den ich hier habe. Und immer, wenn die Schläge zu spät kommen, dann geht der Ball fast konsequent ins Aus. Also da muss man echt höllisch aufpassen. Wieder zu spät. Also lieber ein Stück zu früh als zu spät. Ich bin wirklich auch die Virtual Tennis Schläge gewohnt. Das merkt man einfach. Ich lasse sehr häufig zu spät los. Und jetzt wollte ich ihn mit einem Lob drüber jagen. Hatte die Dreiecktaste gedrückt, aber bin irgendwie am Ball vorbeigelaufen. Und jetzt stehen wir schon mit dem Rücken zur Wand hier im ersten Spiel. Das ist natürlich absolute Katastrophe. Ich passe jetzt mal auf, die Bälle einfach erstmal nur ins Feld zu bringen. An diese Challenge mit den 6 Bällen nah an die Linie brauche ich im Moment gar nicht zu denken. Jetzt gehe ich auch mal ans Netz und werde fast ausgekontert. Also das muss man besser vorbereiten. Solche Netzangriffe, das war einfach ein zu schwacher Ball dafür. Da kann er mich dann natürlich eigentlich passieren.
Und die nötige Wucht habe ich natürlich auch noch nicht in den Schlägen. Der war jetzt härter und dann ist es auch mein Punkt. Also da muss ich vielleicht auch noch drauf aufpassen. Ich habe bislang immer nur probiert, hier sehr gezielt die Schläge zu setzen. Das macht man, indem man die Schläge nur kurz ausführt, also nur kurz antippt. Dann erscheint hier dieses Zielkreuz, was ihr eben gesehen habt. Und je länger man dann den X-Knopf oder also den Schlagknopf drückt, die Tasten sind eigentlich alle dafür da. Kreis, Viereck, X und Dreieck. Aber je länger ihr den drückt, umso härter wird dann der Schlag. Gelingt mir überhaupt noch nicht. Man kann natürlich auch nur sehr lange schlagen oder ausholen, wenn man schon gut zum Ball steht, so wie ich jetzt hier. Und wenn ich dann natürlich nicht weiß, wo der Ball hinkommt, dann kann ich auch nur langsamere Schläge raushauen. Aber so langsam komme ich rein. Jetzt haben wir hier den zweiten Breakball. Den möchte ich jetzt gern nochmal nutzen hier in diesem Trainingsspielchen. Und ja, es ist natürlich jetzt eine sehr ausufernde Sache. Also ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich dann hier immer diese Trainingsspielchen zeigen soll in Zukunft. Ich glaube, das wird schnell ermüdend zum Zugucken, weil es einfach nicht um so viel geht. Vielleicht mache ich es dann immer so, dass ich die Trainingsspielchen für mich behalte und dann immer die Turniere oder die großen Spiele der Turniere dann sozusagen hier live als Let's Play mitbringen, weil ich glaube, sonst wird es relativ schnell langweilig. Das stelle ich jetzt schon in dieser Frühphase fest, weil ich mir jetzt auch zum Beispiel hier bei dem Spiel zwar Mühe gebe, das zu gewinnen, aber mein Gott, was passiert, wenn ich es verliere? Ich scheide nicht aus dem Turnier aus. Wäre was ganz anderes, wenn ich hier im US Open Halbfinale stehe. Da würde mir aber der Stift gehen. Kann natürlich auch mal sagen, ob es unter euch, oh Gott, der war natürlich wieder eine Katastrophe, den einen oder anderen Tennisspieler gibt. Also ich habe das mal ein Semester lang an der Uni probiert, aber mehr ist meine praktische Erfahrung nicht wert. Es war einfach ein bisschen blöd. Ich hatte einen Unikurs und der bestand aber nur aus zwei Leuten. Und das Mäuschen, was da noch in dem Kurs war, die konnte es halt einfach gar nicht. Die hatte gar kein Ballgefühl, die hat die Bälle halt teilweise gar nicht getroffen und das war dann immer meine Trainingspartnerin. Und dadurch war es halt sehr ermüdend, hat nicht so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich auch relativ schnell das Interesse verloren, einfach weil ich auch wirklich nicht so gut war. Also Tennis hat mir nicht so gelegen. Tischtennis war ich immer sehr gut. Badminton kann ich auch einigermaßen. Aber Tennis war irgendwie der Schläger. Ich habe die Schlägerhaltung nie richtig hinbekommen. Habe ihn immer zu weit oben gefasst. Und ist so bislang der Schlägersport, der für mich am schwierigsten umzusetzen war. Und ich glaube, auch deswegen habe ich dann relativ bald das Interesse verloren und mich wieder anderen Sachen gewidmet. Aber ich gucke es nach wie vor immer gern im Fernsehen. Wimbledon lief ja jetzt leider Gottes im Pay-TV. Ich habe zurzeit kein Sky, konnte mir das Finale vor allen Dingen nicht angucken. Das soll ja wieder ein Hammer-Match gewesen sein zwischen Djokovic und Federer. Wahnsinn, dass Federer da immer noch wieder ins Finale vordringt, auf seine jetzt doch schon älteren Tage. Aber der hat einfach ein wahnsinniges Händchen. Der hat einfach, ja, wie soll man es beschreiben? Er hat einfach ein Schlaggefühl, der Typ, der wird auch mit 35 noch in der Lage sein, Spiele für sich zu entscheiden auf hohem Niveau gegen gute Gegner, auch wenn er dann vielleicht läuferisch nicht mehr ganz so mithalten kann. Und jedenfalls konnte ich das leider nicht gucken. Die deutschen Damen sind ja dann im Viertelfinale gescheitert. Und sobald es dann wieder an die US Open geht, die werden ja traditionell eigentlich immer bei Eurosport übertragen, bin ich dann auch wieder dabei. So die normalen ATP und WTA-Turniere gucke ich dann ehrlich gesagt nicht mehr. Früher habe ich den Davis Cup immer geschaut, ist auch vorbei. Einfach, ja, weil es irgendwie nicht mehr so mitreißt, obwohl das dies Jahr ja sogar mal eine Ausnahme war. Da war es ja sehr spannend, einfach weil die Deutschen 2-0 in Führung gegangen sind und dann auf einmal alle geguckt haben, oh, was ist denn da los, obwohl keiner mit einem Sieg auch nur ansatzweise gerechnet hätte. Jedenfalls, wenn was Interessantes läuft, dann schaue ich schon immer noch rein. Aber zu Boris Becker und Michael Stich-Zeiten habe ich natürlich mehr geguckt, einfach weil es die deutschen Vorzeigespieler waren. Und jetzt habe ich das Spiel hier leider verloren. Spezialziel verfehlt, macht bis zum Ende des Matches keinen Fehler. Ja, davon habe ich einige gemacht. Und mit einem platzierten Schlag ins Eck hat er mich dann letztlich geschlagen hier. Und was ist nun los? Jetzt geht's noch weiter, oder was? Nee, das werde ich jetzt hier beenden. Ich dachte, es geht nur bis drei. Ich mache jetzt hier nicht ein Spiel über 10 Sätze.
Ich denke, es war ein ganz guter Einblick. Könnt ihr mal sagen, ob ihr die Karriere hier gern mitverfolgen würdet oder ob ihr sagt, lass das mal lieber, wenn du nicht viel FIFA bringst, aber bring lieber FIFA als sowas. Und ja, ich werde es auf jeden Fall in nächster Zeit viel spielen, denke ich, wenn ich die Zeit habe dazu. Und dann bei FIFA 15 geht es dann so richtig weiter mit FIFA wieder. Ja, das von meiner Seite aus an der Stelle. Ich finde jetzt keinen passenderen Übergang. Ich hatte echt gedacht, das Spiel geht nur bis 3 und ich habe jetzt auch keine Lust hier, das zu lange machen zu lassen, weil es einfach nur ein Trainingsspielchen ist. Und dann bin ich an der Stelle raus, sag ciao, tschö, treibt's nicht zu bunt, euer Mo.